Noch eine kurze Anmerkung, wie kann man ein bisschen in der Praxis vorgehen, aber auch ein paar warnende Hinweise. Hier habe ich zum Beispiel mal ein Tool von einem Hersteller von Halbleitern, integrierten Schaltkreisen, auch für DC-DC-Wandler, diesen PowerStage-Designer von Texas Instruments. Und dort können wir sozusagen für verschiedene DC-DC-Wandler die Werte, diese Belastungskenngrößen errechnen und damit unsere Bauelemente dimensionieren. Aber man sollte trotzdem nicht sein Gehirn ausschalten, selbst wenn man so ein Tool hat, weil man muss trotzdem kritisch überlegen, an welchem Arbeitspunkt wurde jetzt was berechnet und welche Gleichungen stehen dahinter? Und auch Leute, die so Software schreiben, können Fehler machen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Fehler drin vorliegen oder nicht, aber ich weiß von mir selber, dass man sehr viele Fehler hin und wieder macht. Man muss immer kritisch bleiben und alles selber überprüfen. Schauen wir uns hier mal an, den Tiefsetzsteller, Englisch Buck Converter. Ist hier sozusagen ein Beispiel, wie man sowas bestimmen kann. Sehen wir hier die wesentlichen Komponenten. Sie können dann hier die Werte einsetzen. Zum Beispiel hier zwischen 25 und 42 Volt Ausgangsspannung 3,3 Volt, 1,5 Ampere Ausgangsstrom und eine Schaltfrequenz von 500 Kilohertz. Hier jetzt eine Diodenspannung mit 0,7 Volt und eine Stromwelligkeit von 25%. Dann schlägt das Programm hier vor einen Induktivitätswert von 19,33 Mikrohenry und die restlichen Werte sind dann hier berechnet mit einem Induktivitätswert von 22 Mikrohenry. Und das Schöne ist an so Tools, Sie können dann hier die interessierenden Größen, Effektivwerte, Mittelwerte, Belastungsgrößen schnell berechnen. Aber man sieht schon zum Beispiel als erstes, wenn wir uns angucken, die Verlustleistung hier, Eingangsleistung, Ausgangsleistung und Verluste, dann sehen wir, hier sind bloß die Iodenverluste mit berücksichtigt. Das heißt tatsächlich, dieses Tool hat jetzt zunächst mal Verluste in der Induktivität und im Schalter Eingangs- und Ausgangskapazität nicht berücksichtigt. Tatsächlich ist das gerechtfertigt, weil bei so DC-DC-Wandlern häufig der Löwenanteil der Verluste in der Induktivität auftritt. Das heißt, wir können hier guten Gewissens das schon so berechnen. Will man ein bisschen genauer reingehen, kann man hier dann sich die Effektivwerte berechnen lassen. Und jetzt muss man aufpassen, Achtung, diese berechneten Werte sind jetzt für diese Eingangsspannung von 25 Volt drin. Ich kann jetzt hier mit dem Schieberegler angucken und wir sehen, bei der kleinsten Eingangsspannung werden wir erwartungsgemäß das größte Tastverhältnis kriegen, wenn wir den größten Effektivwert haben. Wenn wir jetzt zu höheren Spannungen gehen, hier 42 Volt, sehen wir, dass hier der Effektivwert kleiner geworden ist. Ja, von 590 Ampere auf 460 Ampere abnimmt. Und dann muss man natürlich sehen, okay, wir haben eine andere Spannungsbelastung am Schalter, aber einen kleineren Effektivwert. Und das muss man trotzdem im Kopf haben. Das heißt, diese Tools lösen nicht das Gehirn ab, die lösen bloß sozusagen die mehr oder weniger handwerkliche Tätigkeit des stupiden Ausrechnens ab, dass man das selber programmieren muss. Und dann können Sie hier die Werte berechnen. Sie können sich anschauen, zum Beispiel auch den Strom in dem Eingangskondensator. Sehen wir hier, wie vorher dargestellt, diese Differenz IE minus dem Schalterstrom. Und dann sehen wir hier, können wir spielen, wann kriegen wir dort den maximalen Effektivwert. Und Sie sehen hier einen Effektivwert von 440 Milliampere. Das heißt, das ist ein relativ großer Effektivwert, den wir haben wollen. Wann tritt der Maximalwert auf? Tatsächlich bei der kleinsten Eingangsspannung. Weil wir dann auch sozusagen den größten Strom durch den Schalter haben. Und dann kriegen wir hier den größten Effektivwert. Sie können noch den Ausgangskondensator betrachten. Hier jetzt schauen, okay, Effektivwert 88,64 mA, aber Achtung, jetzt berechnet bei der kleinsten Eingangsspannung, wie ändert sich das? Tatsächlich, dieser Effektivwert wird maximal werden bei der größten Eingangsspannung und so weiter. Und dann können Sie hier diese ganzen Elemente dimensionieren, Induktivität, Diode, Schalter und Ausgangskondensator. Und wie wir vorher gesehen haben, geht das für unterschiedliche Schaltungen. Ein paar davon werden wir noch kennenlernen, nicht alle hier. Man muss aber trotzdem kritisch bleiben, aber das nimmt einem viel Zeit ab, wenn man so DC-DC-Wandler dimensionieren will. Trotzdem kritisch bleiben, schauen, okay, in welchem Bereich ändern sich meine Größen, was muss ich als D-Rating einhalten. Natürlich nicht sofort diesen Wert nehmen, okay, hier Schalterspannung, Maximalwert 42,7 Volt. Ich nehme jetzt einen Transistor, der eine Sperrspannung hat für 45 Volt. Auch 50 Volt wären hier knapp. Ich würde 60 oder 80 Volt nehmen an dieser Stelle. Einen Transistor, um das sauber auszulegen. Das heißt, man geht nicht an die Grenze. Dann noch eine letzte Anmerkung zur Auslegung und Dimensionierung von DC-DC-Wandlern, zumindest wenn man es selber macht und keine vorgefertigten Module kauft. Heutzutage wird man in vielen Fällen für kleine Leistungen, wenn man Onboard DC-DC-Wandler hat, die 10 Watt, 20 Watt haben oder so, würde man integrierte Schaltungen benutzen, wo schon viele Dinge integriert
integriert sind. Das heißt, wir haben bisher eigentlich nur den Leistungsteil betrachtet mit Schalter, Diode und dem Ausgangsfilter. Das heißt hier L und C am Ausgang des Tiefsetzstellers. Tatsächlich brauchen wir, um einen geregelten DC-DC-Wandler zu kriegen, noch ein Vielfaches drumherum. Das heißt, wir brauchen eine Ansteuerung für die Leistungsschalter, irgendeinen Treiber. Wir brauchen eine Regelungsfunktionalität, wenn wir eine konstante Ausgangsspannung kriegen wollen. Und wir brauchen, um eine sichere Schaltung zu haben, Schutzfunktionen, zum Beispiel Überstromschutz, Übertemperatur der Leistungshalbleiter, um das zu gewährleisten. Und für kleine Leistungen benutzen wir heutzutage vielfach integrierte Schaltungen, nicht nur für Tiefsetzsteller, sondern auch für Hochsetzsteller oder andere DC-DC-Wandler, die viele Komponenten bereits integriert haben. Hier ein Beispiel von der Firma ST Microelectronics, so ein integrierter Tiefsetzsteller, der sozusagen in einem SO8-IC viele Funktionalitäten bereits integriert hat. Wir als Anwender müssen trotzdem noch natürlich die externen Komponenten dimensionieren. Das heißt, wir sehen hier, die Induktivität muss dimensioniert werden, der Ausgangskondensator, gegebenenfalls hier der Eingangskondensator. Wir müssen eine Diode extern auswählen und dann müssen wir hier natürlich noch ein paar Beschaltungskomponenten festlegen. Es gibt welche, die haben einen Spannungsteiler zum Beispiel von der Ausgangsspannung, messen über diesen Spannungsteiler, um die Ausgangsspannung einzustellen. Tatsächlich funktionieren die häufig nach demselben Prinzip, dass sozusagen hier so ein Feedback-Pin ist, wo dann die Ausgangsspannung gemessen wird. Und intern haben die einen OP und diese Spannung ist dann in unserem Regelkreis, wenn wir das regelungstechnisch betrachten, ist, dass der Ist-Wert wird verglichen mit einem Soll-Wert an einem OP. Das hier wäre die Spannung U ist, die gemessene runtergeteilte, wird verglichen, sehen wir hier an einem OP, das ist hier der Regelverstärker und würde dort verglichen werden mit einem Sollwert, einer Referenzspannung, die jetzt hier gleich 1,235 Volt ist. Und tatsächlich würde dann hier im geschlossenen Regelkreis der DC-DC-Wandler sein Tastverhältnis so anpassen, dass die Spannung U ist gleich dieser Referenzspannung ist und darüber kann man dann dieses Spannungsteilerverhältnis zum Beispiel dimensionieren. Wir sehen auch hier, der hat hier integriert einen Oszillator, wird also irgendwie so ein dreieckähnliches Signal erzeugen, hat also PWM, den PWM-Modulator und den Regelverstärker dort drin. Er hat eine Abschaltfunktionalität, dass wir zum Beispiel im Mikrocontroller das abschalten können, dass diese Schaltung nicht arbeitet oder wenn wir es hier auf Masse legen, läuft der dauernd. Wir haben integriert einen Treiber drin. Wir haben eine Strommessung an dem integrierten Leistungsschalter, der ist auch mit integriert in diesem IC drin, dass wir zum Beispiel einen Überstromschutz haben und zusätzlich hier eine Temperaturmessung, zum Beispiel von der Sperrschichttemperatur des integrierten Schalters, um zu verhindern, dass der den Hitzetod stirbt und damit unser IC kaputt geht. Wir haben eine Unterspannungsabschaltung gegebenenfalls und so weiter. Das heißt, diese integrierten Schaltkreise haben vielfache Funktionalitäten, die, wenn man größere Leistung hat, alles selber nachbilden muss, um eine zuverlässige Schaltung zu kriegen. Das heißt, bei kleinen Leistungen würde man, wenn man nicht einen integrierten DC-DC-Wandler komplett nimmt, das so auslegen, dass man hier das in Anführungszeichen nur noch beschalten muss. Nichtsdestotrotz, deswegen haben wir das besprochen, muss man diese Hauptkomponenten, insbesondere die passiven Komponenten, auswählen und gegebenenfalls noch andere aktive Komponenten, um so einen Wandler dann zum Laufen zu kriegen.